Jetzt also ganz kurz einmal, wie du die Wirbelsäulenbewegung von der Schulterbewegung isolieren kannst, um diese Ansteuerung zu lernen. Und zwar ist eine Möglichkeit dafür, dass du erst einmal die Schulter maximal nach vorne schiebst und dann die Schulter vorne gezogen lässt und nur die Wirbelsäule bewegst. Beugen, strecken. Wenn du das kannst, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kannst du das gleiche auch mit Schulter hinten, ohne dass sich die Schulter bewegt? Dann hast du das Ganze entkoppelt und es gibt dann natürlich auch fortführende Übungen oder weiterführende Übungen. Punkt 2 ist Wirbelsäulenkontrolle, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Da wäre zum Beispiel der Birdlocken-Variante, heißt Wirbelsäule verankern, linkes Bein, rechten Arm heben, ohne dass sich die Wirbelsäule bewegt. Das heißt, wir haben hier keinen, sondern einfach nur die Gliedmaßen werden bewegt, ohne dass irgendeine Bewegung in der Wirbelsäule stattfindet. Und natürlich fällt das Ganze nur auf fruchtbaren Boden, wenn dein Deadlift-Setup auch individuell anhand deiner Biomechanik eingestellt ist. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, solltest du dich unbedingt bei mir melden, denn das ist Basic für ein sicheres und effizientes Heben.